Bin mal AFK, mir irgendwas zum Essen matschen oder so. Alles klar, aber mach vorsichtig, ne? Deswegen schreibst du ja auch matschen. So, also Vorhersage läuft, liebe Leute. Da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr reingeben, damit ihr auch einen besseren Gewinn habt, ne? Es wird ja wieder aufgeteilt. Und wie gesagt, ihr müsst nicht in 10er-Schritten ballern. Ihr könnt auch benutzerdefiniert ballern, aber und jemand hat nicht zugehört und macht trotzdem 10er-Schritten. Mehrere machen einfach einen 10er-Schritten. Wenn Spaß macht, okay, ich gönne es euch. Medieval Total War ist geiler. Ja, das hat Spaß gemacht mit den ganzen technologischen Fortschritten, alles da. Das auf jeden Fall. Wenn du da mal mit Bombarden da irgendwo lang schießt, dann hast du sowieso schon fast gewonnen. Oder die ersten Musketenschützeneinheiten und so. Na Leute, ein bisschen eintönig gerade die Vorhersage, wa? Aber okay, macht mal in Ruhe da. Ich probiere es jetzt erstmal ohne Verbündeten zu schaffen. Sobald ich einen Verbündeten rufen muss, ist die Vorhersage auf Nein gestimmt, ne? Wenn ich aber ohne einen Verbündeten zu rufen den Krieg gewinne, ist die Vorhersage auf Ja gestimmt. So, wir sammeln jetzt Truppen. 10 Tage lang. Alter, stört mich... Alter, stört mich nicht, bin ja selbst bald alt wie das Internet. Ich bin sehr gespannt bei Total War. Die Entwickler im Allgemeinen haben jetzt, nachdem ja Warhammer 3 durch ist, haben sie gemeint wohl, sie arbeiten bereits schon wieder an was anderem. Und jetzt werden die Gerüchte laut, dass Empire einen zweiten Teil bekommt. Medieval 3 haben sie ja nun endgültig gesagt, wird es nicht geben. Leider haben sie es gesagt, obwohl ich mich gefreut hätte über ein grafisch schöneres Medieval mit ein paar geilen neuen Features und so. Aber Empire wäre natürlich auch was Geiles. Empire 2... Empire 1 in Definitive Edition war ja schon ein Spiel, was ich auch so gesuchtet habe wie das hier. Letztens erst auch wieder eine halbe Nacht lang gespielt, jetzt seit meinem Urlaub. Aber Empire 2 wäre tatsächlich etwas, wo ich mir denke, yo, da nochmal on top nochmal ein bisschen Grafik und ein paar coole Features. Why not? Sie müssten doch nicht mal was am Spiel großartig ändern. Gaffa Gandalf, grüß dich mal lieber. Abstimmung läuft. Schaffe ich den Krieg gegen den französischen König, ohne dass ich Verbündete rufe? Ja oder nein? Hau schnell ein paar Punkte rein. Wehe, du verkackst. Mal gucken. Leute, ist nicht schlimm, wenn ihr für Nein stimmt. Ist nicht schlimm. Bin ich euch auch nicht böse. Ich glaube auch selber nicht dran, dass ich es ohne schaffe, aber bei meinem Talent passiert immer euch so eine Kacke. Es könnte jetzt natürlich passieren, dass ich den König gleich gefangen nehme und damit instant ist der Krieg gewonnen. Es könnte aber auch passieren, dass ich ihn hier nicht gefangen nehme und noch mehr besetzen muss. Er bis dahin hier mit der Belagerung in Savoyen fertig ist und damit sein 3.500 Mann kommt. Vielleicht noch auf dem Weg noch irgendwo 5.000 Verbündete aufgreift oder was auch immer, was ich ihm jetzt eigentlich schon weggenommen habe, die Möglichkeit. Und dann ist der Krieg für mich so gut wie verloren, wenn ich keine Verbündeten habe. Es sollte da ein Game geben im Ersten Weltkrieg bei Total War. Das wurde geleakt. Ja, aber ist nicht bestätigt, ne? Ist nicht bestätigt und würde ich es nicht unbedingt so toll finden. Ehrlich gesagt. Ich meine, gut, weder Paradox noch sie haben es abgedeckt, dieses Thema. Wäre vielleicht auch ganz witzig, okay, aber halt nur vielleicht. Und vor allem Erster Weltkrieg ist ja größtenteils Grabenkriege. Wie willst du da bei Total War die Echtzeitschlachten darstellen? Da kannst du ja eigentlich nur noch dann mit den ersten Panzereinheiten rechnen und große Artilleriebombardements. Dann wahrscheinlich so ähnlich wie bei Stronghold Crusader Extreme. Wo ja diese Fähigkeiten mit der Zeit nochmal freigeschaltet wurden. Diese Machtdinger, wo du Pfeilhagel und so machen konntest. Matthias unterstrich Staatsstraße unterstrich cheert. X5. Moin alle zusammen und moin LP unterstrich mit unterstrich Robin unterstrich und unterstrich Co. Moin Matthias und danke für die 5 Bits. Guten Abend, ihr all des Wolf-Clans. Aha, hat Fendira jetzt schon Clansystem eingeführt bei sich oder was? Ich muss mal hier meine Ansicht wieder wechseln, sehe ich gerade. So. Was denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich war auf einmal auf meiner GD3-Aufnahmeszene. Du hast den Stuhl klar. Ich habe Stuhl aktiv.
Das nicht, aber da gab es mal bei GameStar einen Bericht darüber, über gewisse Ausschreibungen in CA, was Stellen angeht. Oh, okay. Ich hoffe, ihr hattet jetzt das, die ganze Zeit über Bild und habt jetzt nicht irgendwie Schwarzbild gehabt oder so. Ich hoffe, es war jetzt alles in Ordnung. So, weiter geht's. Wir belagern ja immer noch. 4 Monate geht unsere Belagerung. Seine alleine? Was willst du denn jetzt hier? Warte mal, zieh mal zur Seite. Ich wollte dir was kicken. 5 Monate, gut. Aber ist die Frage, ob der König gefangen genommen wird oder nicht. Du suchst dir fälligst weiter. Ich will Geheimnisse aufdecken. Und ich halte die ganze Geschichte jetzt hier nur 11 Monate durch, aber bis dahin haben wir doch schon die nächsten Gelder vom Papst Angelique bekommen. 1993 cheert. X5. Ich bin wieder da. Alles klar. Herzlichen Dank für 5 weitere Bits und schön, dass du. Dein Mann meinte, du bist jetzt arbeiten? Nach einer Stunde bist du fertig? Hä? Kälte 3 League, Paul Panzer. So, so. Ich probiere mal die SC-Namen. Nee, Paul Panzer war, danke fürs Abo wieder. Ich habe doch da unten an der Stelle bei Gilde 3 immer die Namen der öffentlichen Abonnenten auf YouTube. Begrenzte Lehensautorität hat er jetzt erlassen. Aha. Er macht's also anders wie sein Vater. Vorgänger. Kann Nebenlinien schaffen bei einer feudalistischen Regierungsform verleihte Lehens. Was heißt nochmal 2? Nachfolgerecht wechseln. Titel können aberkannt werden. Oh oh. Oh oh. Vasallen können entzogen werden. Das ist okay. Titel können aberkannt werden? Wenn ich den Krieg verliere, dann habe ich nichts mehr. Aber nur, wenn ich den verliere. Fände scheint noch, dass alles in Ordnung war. Sehr schön. Er bedankt sich auch wieder beim Nightbot. Ja, das ist nur sauber machen und da nicht viel los ist, viel dreckig. Ist nicht viel dreckig. Ah, okay. Erster Weltkrieg wäre schon mal cool. Oh, warum ist denn das jetzt bei mir so komisch dargestellt? Denkt er, das wäre ein. Ist ein Fehler aufgetreten? Aha. Ja, musst du aufpassen, wenn du sowas wie Erster Weltkrieg schreibst, dass du nach dem Punkt auch ein Leerzeichen machst. Ansonsten denkt er, das wäre ein Link. Erster Weltkrieg wäre schon mal cool. Vielleicht auch die Vorzeit. Ich stelle mir die Schlachten halt schwierig vor. Total War müsste dann ansonsten komplett von ihrem Echtzeitschlachtensystem abweichen. Weil Erster Weltkrieg sind Grabenkriege, Materialschlachten. Was willst du da großartig machen? Da gibt es kaum Bewegungen, außer dass irgendwelche Sondereinheiten oder so. Die musst du wahrscheinlich erstmal erforschen, die Gebäude dafür vorher bauen und. So, weiter geht's. Sorry. Ich wüsste nicht, wie sie es bei Creative Assembly umsetzen könnten, ein erstes Weltkriegsszenario vernünftig und spaßbringend einzubauen. Wüsste ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie. Vielleicht arbeiten sie eher an einem Ersten Weltkrieg-Setting, aber nicht von Total War, sondern dass sie versuchen, einen neuen Weg zu gehen. Möglich. Und dann kommt irgendwie aus heiterem Himmel auf einmal Empires 2 raus. Oder vielleicht doch mal Medieval 3, was ich echt nicht mehr glaube, dass das nochmal kommen wird. Was echt schade ist, weil mit der Grafik-Engine von Warhammer ein Medieval zu machen, wäre geil. Einfach die ganze Magie weg. Artillerie darf dann schon gerne sein, wenn man im Spiel so weit ist, von der Forschung und vom Zeitpunkt her. Da hätte ich nichts gegen. Das würde mich sehr freuen. Noch ein bisschen aufgehübscht grafisch, obwohl es nicht zwangsweise notwendig ist. Ja, aber meine mutige Entwicklung haben sie ja auch bei Warhammer auch gemacht. Ja, da hat es aber gepasst wie Arsch auf Eimer. Da hat es gepasst, weißt du? Da hast du ja solche actiongeladenen Schlachten einfach. Den totalen Krieg, Total War, ne? Zweites Weltkrieg könnten sie tatsächlich noch gut gestalten, aber Erster Weltkrieg, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch das Setting einfach nur falsch im Kopf und wir haben die 100%, der König ist gefangen. Wir sind gleich König von Frankreich. Und das heißt gleichzeitig bei der Vorhersage, dass ich keine Verbündeten rufen musste. Ergebnis auswählen. Schaffen wir es ohne Verbündete? Ja. Wie viele Punkte waren das jetzt eigentlich? Warte mal. Ich runde mal auf. 2200 Punkte von 5 Leuten sagen ja. 2700 von 2 Leuten sagen nein.
Diese zwei Leute, die Nein gesagt haben, verlieren jetzt ihre Punkte. Die anderen bekommen sie auf 5 Leute aufgeteilt, entsprechend der Wetteinsätze. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit den Punkten. Ja, abschließen, Mann. So. Ja, bei Medville würde ich mich auch freuen. Hab ja fast alle Teile gespielt von Total War. Yay! Fenrir freut sich über Kanalpunkte. Jetzt krieg ich auch noch Schluck auf hier. Schon wieder. 2200 hast du bekommen. Schön. Also inklusive deinem Wetteinsatz oder hast du das schon oben drauf gerechnet? Jawohl. Wird schon inklusive dem Wetteinsatz gewesen sein. So, dann habe ich noch mehr gefangen genommen. 3 weitere. Oh, wir können Geld verdienen. Warte mal. Du hast doch Knete, oder? Ein bisschen. 1-2 Persönchen werden bestimmt bei rumkommen. Warte mal. Gefangene. Wer ist ditte? In keinster Weise mit ihm verwandt oder so? Auch keine Ärztin? Bringt sie Lösegeld ein? Nein. Oh, okay. Bertrand ist dann wohl sein Bischof? Lösegeld fordern? Steht jetzt doch schon Nein da? Wer wäre es denn? Es wäre er selbst? 20 Gold, er würde nicht annehmen, weil? Unwichtiger Höfling! Alles klar, wir sind uns einig. Raimund! Der ist doch definitiv sein Ratskanzler. Hätte ich für jetzt behauptet. Für den zahlt wieder keiner. Mann! Die könnte ich aber gebrauchen. Wenn er nicht wäre. Dürfte ich ihm den Titel aberkennen, ohne dass es Tyrannei ist? Ja. Und dann dürfte ich ihn dafür einsetzen. Freilassung verhandeln, rekrutieren. Zurück. Warum mache ich das jetzt schon? Weil im Normalfall werden alle Kriegsgefangenen freigelassen, wenn du den Frieden verhandelst. Ich will das aber vorher schon abhandeln hier. Bei dir wollte ich nochmal gucken. Du wärst ein guter Bischof für mich, aber ich darf nicht bestimmen, wer Bischof ist. Allerdings könnte er tatsächlich ein guter Arzt sein. Mit den Werten. Pass auf, ich lass dich frei. Dafür kommst du aber an meinen Hof. Oh ja, die Tante hier, die könnte aber halten. Die kann nicht wirklich viel. Oh. Ach, sie ist die Mutter von unten im Baron hier, vom Ratsverwalter von Graf Nikolas. Alles klar. Und das ist ja der einzige Freund vom aktuellen König. Alles klar. Ja, gut. Das warte ich noch kurz ab. Lehnsherr wurde Krieg erklärt. Von Boudoir. Ja. Matthias hat sogar auch nochmal 808 Punkte gewonnen. Sehr schön. So, die zwei sind freigelassen und jetzt sagen wir Forderungen erzwingen. 300 Ruhm erhalte ich. Alles klar. Und ich erhalte das Königreich von Frankreich, inklusive aller Vasallen. König Henry selbst wird mein Vasall? Müssen wir den behalten? Oder können wir den verkaufen? Prinz Bordeaux, der gerade mein Vasall den Krieg erklärt hat, wird auch mein Vasall. Der Sohn des vorigen, den ich schon beklaut habe, wird Vasall. Robert, ach du Scheiße, es wird Krieg geben. Es wird so Krieg geben. Aber wir sind jetzt König. So sei es. Der französische Hof. Jetzt haben wir einen eigenen Hof. Einen richtigen Hof. Apropos, wo ich das gerade sehe, ich will noch einmal kurz nachgucken. Vielleicht sind jetzt doch meine neuen Emotes freigeschaltet. Immer noch nicht! Schweinerei! Scheiße! Na gut. Ich brauche eine Siegeskippe, mach mir das nicht nach, ist eh schädlich. Erst König und dann Kaiser. Kaiser ist ja das Ziel meines Urlaubs. Wenn ich dann noch ein paar Streaming-Tage Zeit habe und frei habe, dann können wir drüber hinausschießen und gucken, ob ich das Kaiserreich in den Abgrund stürzen kann.
Als König habt ihr neue Aufgaben und Pflichten. Man wird von euch erwarten, regelmäßig Hof zu halten, Streitigkeiten im Reich zu klären und eure Höflinge an den täglichen Abläufen teilhaben zu lassen. Ist übrigens jetzt Premiere für mich. Ich habe noch nie einen Hof so verwaltet. Nur mal kurz und dann war irgendwie ein Erbfall und alles war wieder kaputt. Bürgermeister Conrad von Reh sieht mich unverwandt und in einer fast schon belehrenden Art und Weise an. Vielleicht liegt sogar etwas Überraschung in seinem Blick. Wer bist du? Ratskanzler und Vasall von mir. Nicht mehr lange. Dich mach ich gleich weg. Ja. Ich hab die Warnung gesagt, Angelique, ja. Ich hab sie kürzer gesagt diesmal. Nee, kein Bier heute. Skull auf eure Gesundheit und dass sich mein Kopf vernebelt. So, er entrollt ein wunderschönes Banner mit dem Emblem von Haus Pendragon, einer der Wege, auf dem die Welt nun über eure Herrschaft urteilen wird, ist die Art und Weise, wie ihr euren Hof schmückt und versorgt. Ich war so frei und habe dieses Geschenk anfertigen lassen, um die Geburtsstunde eures Hofes angemessen zu dokumentieren. Sollen sie ihren neuen König sehen oder andere Angelegenheiten erfordern meine Aufmerksamkeit? Ihr werdet den Hof aufsuchen. Ist geschehen, präsentiert ein neues Banner mit dem Emblem eurer Dynastie. Wo ist es? Hofartefakte. Ah. Passt nur auf, dass durch die Erben nicht dein Reich zerfällt. Ja, ja, White Wolf. Genau das wird auch passieren. Und genau dann gibt es den Erbfolgekrieg. Da muss man natürlich aufpassen, dass von außen her das Kaiserreich und so weiter und so fort nicht diese Situation ausnutzt. Haben wir irgendwo den heiligen Käsetoast schon? Nein. Kein Käsetoast bekommen. Der Hausbanner von Pendragon. Das muss auf jeden Fall ran. 0,2 Prestige pro Monat, Bekanntheit 0,06 pro Monat, Meinung unabhängiger Herrscher plus 4, Hofpracht plus 2. Oh, wir haben jetzt eine Hofpracht von 3 als Startgebiet. Zusammen mit Königreich von Frankreich ererbt. Das muss auf jeden Fall dahin. Das ist auch unser Hausbanner, unser heiliges Schwert, was ja eigentlich ein heiliger Käsetoast sein sollte. So, wessen Dynastiebanner haben wir dann hier? Nochmal unseres, oder wie? Ach nee, das ist Dynastiebanner vom Herzogtum der Bretagne. Muss mal repariert werden, wie ich gerade sehe, ey. Was kommt hier hin? Kann ich die Kamera schwenken, drehen? Nee. Das ist Original Bretagne. Ah, okay. Vom Herzogtum, ja klar. Und oder du enterbst die anderen Erbberechtigten. Das mache ich immer. Na, das wäre wieder Min-Maxing. Das mag ich ja weniger. Ja, wenn ihr. Reicht ja, wenn du das Bier trinkst. Ich muss es nicht trinken. Hast du recht. So, dann haben wir noch ein normannisches Kriegsbanner. Ein Kriegsbanner. Der Normannen. Ritter-Effektivität 3. Hofpracht nochmal plus 2. Und Prestige. Achso, was brachte mir jetzt eigentlich unser Bretagne? Hofpracht plus 4 nochmal. Und wenn ihr die Anforderungen erfüllt. Welche Anforderungen? Banners der Robertin-Dynastie, ein Symbol für die Autorität der Blutlinie und all ihrer Mitglieder, in Auftrag gegeben hat es Philippe. Ach, das bringt mir jetzt also nur Pracht ein. Ich bin halt nicht Dynastie überhaupt, deswegen kriege ich hier Prestige und sowas nicht. Okay. Okay. Dann haben wir noch Sachen zum Aufhängen. Hier. Fell eines Auerochsen aus Harlech. Das Tier soll besonders verflucht gewesen sein. 0,4 Pracht, 0,1 Bekanntheit und 3 Hofpracht. Wow, 99 Jahre hält das Ding. Dann hänge ich das lieber dahin. Ganbei, Ganbei. Genau.
Bin ich nun endlich mal Endgame oder wie? Nee, es gab noch keinen weiteren Erben. Ich hab ein Zölibat abgelegt. Wir haben eine Dreijährige für ein weiteres Bündnis geheiratet und ich wollte vermeiden, dass Dina versehentlich schwanger wird, sobald sie alt genug ist. Also habe ich ein Zölibatgelübde abgelegt. Außerdem musst du ja dann immer noch deine Kanalpunkte dafür ausgeben, dann, wo du ja jetzt wieder was hast, ne? So, was haben wir hier noch? Ein Arm des heiligen Georg. Podestgegenstand Illustrator. Ist ein super Artefakt. Kriegsvolk Unterhalt minus 5%, okay. Ritter-Effektivität plus 10%, Meinung mächtiger Vasallen plus 10%, Hofpracht plus 4%. Meins. Thron von König Robrecht. Meins. Welchen Thron hatte ich da vorher? Verdammt. Heiliger Arm des Georg. Was haben wir noch hier alles? Haus Pendragon hängt ja schon. Hier ist noch ein Dynastiebanner. Von welcher Dynastie? Ebenfalls Pendragon. Kann ich das hier nicht rechts irgendwo anhängen? Nee. Na gut, dann stelle ich noch das Ding hier auf. Und dann sind wir eigentlich schon ausgelaugt, was das angeht. Habe ich irgendwelche Ansprüche? Nee. Carpetinger macht 2 Pracht. Habe ich hier auch? Plus andere Effekte? Hier auch? Das muss einfach hier hängen. Wir sind Pendragon. Boah. Warte. Das hier bringt ja 4 Pracht, ne? Pracht kann ich auch anders bekommen. Ich Sallis, grüß dich. Ist deiner einer Erben schon zum Kannibalen geworden? Nein, zum Glück nicht. Aber wir haben schon in Frankreich eine Kannibalin aufgedeckt. Haben wir schon aufgedeckt, eine. So. Warte mal, das Ding hier habe ich noch nicht gestellt, oder? Doch, das steht hier. Genau. Der Thron steht. Vorher hatten wir anscheinend bloß einen normalen Thron. Das Ding hängt. Und das Ding steht. Was kann ich hier eigentlich machen? Wandornamente? Warte mal, Wandornament? Warum kann ich das da... Warum kann ich das Wandornament nicht da anhängen, wenn es doch ein Wandornament ist? Kein Artefakt verfügbar für diesen Platz. Warte. Dann lass mich nochmal das Ding dahin hängen. Ah! Nee. Hä? Hä? Das Ding hängt und das Ding steht. Was macht ihr da? Das ist für Fell und so ein Kleinzeugs. Na, das ist doch ein Fell hier. Fell eines Auerochsen. Da steht auch, es wäre großes Wandornament. Oder darf es nur ein kleines Ornament sein? Kann das eventuell sein, dass es nur kleine Ornamente sein dürfen? Falls es das gibt, weiß ich nämlich gar nicht. Klein. Ah, okay. Danke dir, Göttin der peinlichen Todesarten. Das wusste ich noch nicht. Na gut, dann sind wir fertig. Erstmal. Ich habe noch kein Zeugwart, ne? Neuschmieden? Nee. Reparatur? Ich würde mich selbst darum... Nee. Ich darf mich selbst darum kümmern? Ich meine, ich habe doch so einen hohen Bildungswert. Repariert? Das war das Falsche. Na, Geld verschwendet. Egal. Egal, Geld verschwendet. Okay. So, Hofpracht. Wird sinken? Lull, ich muss Geld ausgeben. Momentan sieht es aber nicht so knusper aus. Ich würde erstmal alles verwalten wollen. Hofart, Verwaltungshof. Gebäudebauzeit minus 10%, Kosten minus 10%, Kulturakzeptanz fördern 30% effektiver. Achso, bei den jeweiligen Stufen ist das.
Entwicklungszuwachs im Reichssitz wäre 20 pro Monat dann bei Stufe 7? Bei Stufe 10 Vasallensteuer an ihm. Ränkehof, was ist das? Komplottgeheimhaltung 5% bei Stufe 1? Bei Stufe 4 erst wäre komplott unterstützen? Nee, das ist alles nicht so toll hier. Abbruch. Hochsprache bretonisch. Jetzt müssen die alle erstmal meine Sprache erlernen. Nice. Alles klar. Und jetzt heißt es auch noch Hof halten. Warte mal, kann ich jetzt hier Fotomodus? Fotomodus. Jetzt darf ich mir die Sachen auch mal genauer angucken hier. Thronperspektive. Da sitze ich. Ah, ich kann hier auch durchgehen, okay. Hinterwandperspektive. Screenshots könnte ich machen, aha. Charaktere ein- und ausblenden, aha. Die UI ein- und ausblenden, Fotomodus verlassen. Ja, rechte Wand, da konnte ich nichts anbringen. Warum auch immer. Hat er ja noch ein paar Banner übrig, aber okay. Fotomodus verlassen. Na gut. Werden wir mal aufhalten, wa? Du bist der alte Mann auf dem Thron? Ja, ich bin der dicke Alte und ich sitze auf einem Thron. Er wird ja auch liebevoll Stuli genannt. Vor allem, wenn ich Pinkelpause mache, hypen das die Leute so gerne. Es kostet mich Prestige, wenn ich Hof halte? Wollt ihr mich veralbern? Nö. Die müssen jetzt alle warten. Oder ihr werdet eure Hofpracht erhöhen, wenn ich das mache. Ihr ladet eure Gäste und Untertanen ein, um eure Hilfe zu ersuchen. Ihr erfahrt vielleicht von besonderen Gelegenheiten. Ihr könnt vielleicht die Lage in fremden Reichen beeinflussen. Ihr könnt zusätzliche Hofpracht erlangen. Ihr könnt Meinung, Prestige, Gold und mehr gewinnen oder verlieren. Wird mich aber jeweils auch immer was kosten. Deswegen mache ich das jetzt tatsächlich erstmal nicht. Ich will erstmal das Reich stabilisieren. Aber wir sind halt nur Königreich, ne? Wait, warte mal, was? Ich bin verwirrt. Es ging um Nordfrankreich als Königreichstitel, aber ich habe jetzt ganz Frankreich erhalten? Oh oh. Und die Bündnisse habe ich mitgeerbt. Oder? Nee, das sind die, die wir vorher schon hatten. Die Kriege wurden automatisch beendet, ja. Aha. Hui. König. So. Ja. Alles mal wegmachen hier. Königshof. Hochpracht fliegt unter euren Hofprachterwartungen. Ja, ich weiß. Alter. Jetzt geht's ab hier. Ich darf Gräfin Valentina rechtmäßig einkerkern, weil ich vorher als Herzog ihr Verbrechen aufgetan habe und sie ist ja die Kannibalin, oder? Nee, sie war unzüchtig, okay. Grafschaft Savoyen. Einkerkern. Könnte gelingen. Wenn sie ablehnt, gibt es einen Bürgerkrieg. Warum auch nicht? Ich werde ja sowieso Langeweile haben auf den Thron. Nicht. So, wenig Ritter, klar. Hofarzt kann angeworben werden. Da wollte ich doch sowieso noch gucken. Wo ist denn der Supergute von der Bildung her hin, den wir davon hatten? War das nicht er hier? Nee, das ist mein Erst. Wo ist denn der andere komische Pfaffe hin? Den wir eben noch im Gefängnis hatten, oder sitzt der noch? Nee. Will jemand Lösegeld sein für die hier? Nee. Ah, dann kannst du einfach so gehen. Hat die irgendwelche Ansprüche? Nee. Henker beschäftigen, lol. Die kann nix, die hat nix, die ist nix, die stirbt sowieso bald. Geh. Geh mit Gott, aber geh. 20 Meinung bekommen.
Und jetzt können wir Titel erschaffen. Königreich Bretagne, Königreich Aquitanien, Anjou, Herzogtum, Herzogtum Orléans, Valois, Armagnac, Bourbon, Berry und Vienneux. Ich hoffe, ich habe irgendwas davon wenigstens einigermaßen richtig ausgesprochen. Das Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Wieso? Sie ist doch meine Verbündete, die Mascarpone. Warum sitzt die jetzt hier oben? Bitte, wer hat dir die Baronie gegeben? Hä? Die war doch vorher hier unten. Warte mal. Die hat neu geheiratet, oder? Das ist gar nicht mehr der Hofnarr. Oder heißt sie nur zufälligerweise auch Mascarpone? Ah! Nein, Quatsch! Das hier ist ja Mathilde. Das ist ja irgendwie ihre Schwester oder so gewesen. Was am Arsch? Alles klar, Matthias. Alles klar. Er wird die Grafschaft von Anjou verlieren? Den Anspruch? Den Anspruch? Aber was ist jetzt mit Mascarpone? Doch, Mascarpone war doch von hier drüben eigentlich die Dame. Irgendwo hier unten, genau, im Montagis. Ah, doch nicht. Doch, Gräfin, die heißt auch Mascarpone. Ah. Oh, ich darf einen Titel übernehmen. Was kostet mich das? 250 Gold, ja, warum nicht? Ich bin maximal verwirrt gerade. Okay, wir haben gerade keinen Krieg. Ich würde sagen, wir lösen mal die Armee auf. Die jetzt auf 6200 gestiegen ist und noch weiter steigen könnte. Du, tschüss. Auflösen. Dann wollte ich doch einen neuen Ratskanzler einstellen? Ja, nein. Nein, doch. Oh, was? Die sind alle keine mächtigen Vasallen mehr. Lul. Okay. Bist du Vasall? Nö. Wer möchte denn überhaupt noch? Und wer könnte denn überhaupt? Ja, Thibaut? 13er Diplomat. Hm. 13er Ratspitzel. Dann könnten wir unseren Sohn Conan ersetzen. Oh, mein Nachbar klingelt gerade. Moment, ich habe mir ein Paket angenommen. Da ist er wieder. Lachflash, Mascarpone. Ja, ich nenne die immer so, weil ich die Namen nicht aussprechen kann. So. Alter, hier ist ein 20er Diplomat und er ist Vasall, aber nicht mächtig? Krasses Pferd. Sie ist lüstern, sprunghaft, faul. Aber sie ist jung und super talentiert bei Ränkespiel. Ich weise sie jetzt erstmal zu. Ich mache jetzt erstmal Min-Maxing tatsächlich. Sollte es aufgrund irgendwelcher Hofhaltungen zum Beispiel dazu kommen, hey, ich bin noch viel besser als der andere da, lass mal Tüffeltuten, dann werde ich entsprechend meiner Eigenschaften entscheiden. Ne? So. Er ist sogar mächtiger Vasall, Bourdevin. Der wollte ja auch den Titel erwerben, ne? Es gibt sogar noch bessere Nachtweilige. Ich nehme jetzt aber doch in dem Fall hier den besseren, würde ich sagen. Ja. Zack. Zack. Dann Diplomatie immer nochmal das Thema. 21. Almondes. Oh Gott, ich dachte gerade, das wäre dieselbe wie die Ratspitze, ist aber nee. Hallöchen, Emir.
Emir Huhn, grüß dich. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Mach's dir gemütlich. Plattfuß, grüß dich. Schön, dass du auch wieder da bist. Emir, nicht wundern, ich habe eine Chat-Verifizierung aktiviert, die euch und mich maximal vor Bots und Hackern schützen soll. Deine Telefonnummer und oder E-Mail-Adresse, die du dort hinterlegst, werde weder ich noch irgendeiner meiner Moderatoren sehen. Das wird lediglich beim Twitch-Support hinterlegt. Dort wiederum ist es lediglich als Sicherheitsmaßnahme, wenn dein Account zum Beispiel gehackt wird oder andere komische Sachen passieren, wird dann darüber versucht zu helfen. So. Ja, nehmen wir erstmal die. Ja. Und hier? Er ist tatsächlich schon der Bessere. Der Bessere. Tollen Deutsch, Robin. Ganz viel fein, tollen Deutsch. So, Valentina habe ich ja gerade beauftragt einzukerkern. Haupterbe ist ein Prinz? Ach, der vorige König. Der lebt ja noch. Und schwul ist er auch noch. Nochmal kicken, ob der noch Erben bekommt. Mal kicken. Na gut, außer halt seine Geschwister, klar. Mit Glück sterben die aber mit der Zeit aus. Okay, sind wir hier erstmal durch. Jetzt wäre natürlich schön, wenn ich noch eine Frau hätte. Die mir wenigstens helfen könnte. Hey, immerhin ist sie schon 4. Hat sie was im Inventar, was ich hier noch abluchsen kann? Nee, hat sie nicht. Apropos Inventar. Jetzt hätte ich doch sehr gerne einen Erzeugerwart. Es würde sich tatsächlich der Bertrand anbieten. Ein Höfling mit 17er Bildung. Der Bildungswert ist hier entscheidend. Bei diesem Rang. Und den werde ich jetzt auch anstellen, ja. Kostet mich satte 0,26 im Monat. Ist aber schon deutlich günstiger als beim Spielstand davor. Nehmen wir. So. Mit diesem Erzeugwart haben wir jetzt die Möglichkeit... Nicht hier drüber. Hä? Gewöhnlich? Königlich? Ah, man kann die sortieren. Cool. Haben wir jetzt die Möglichkeit, an unserem Hofe Artefakte auch in Auftrag zu geben, was natürlich wieder Geld kostet und danach nochmal eine Folgeerscheinung haben kann mit noch mehr Geld und so. Was ist Bodensatz? Wir werden jemanden von niedriger Geburt anwerben, um ein zufälliges Hofamt zu füllen. Nein, bestimmt nicht. Massenauswurf? Werft eure Gäste raus. Was denn das? Kann alle Gäste am Hof einfach rauskanten. Wäre, wenn man irgendwie paranoid ist und ständig irgendwelche Gerüchte aufkommen wegen Mordkomplotte und so, wäre das tatsächlich eine Maßnahme, die helfen könnte. Festmahl würde mich jetzt 160 kosten, weil wir jetzt natürlich ein königliches Festmahl machen müssen. Da würde ich jetzt erstmal sparen wollen drauf. Gedanken niederschreiben brauche ich gerade nicht. Ah ja, wir haben ja da so eine Hexe verbrannt, stimmt. Ich wollte gerade sagen, habe ich denn jemanden ermordet, aber ja, okay. Ach, vom Kriegerorden könnte man sich Geld leihen. Wenn sie genug Gold hätten. Interessant. Wir lassen die Zeit mal laufen. Fraktion gegen mich, natürlich. Wer ist es denn? Raoul von Berry mit 1500 Mann. Sie hat's gewagt. Sie hat es gewagt. Da! Da unten in Savoyen. Ja. Die Unzüchtige, die. Na dann. Verlegen wir unsere Streitmacht. Ey! Nicht dein Ernst, Robin. Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, ne? So wollte ich es machen. Hey, Moment, warum wird das hier rot dargestellt? Achso, einfach nur, weil da vorher mein Aushebepunkt war. So, kurz warten, bis die da wieder verschwunden sind. Hört ihr jetzt auf? Ihr sollt aufhören, euch zu sammeln hier. Schluss. Auflösen.
Jetzt bitte hier unten alle sammeln. Sag mal, schiel ich jetzt oder sind da jetzt zwei Sammelpunkte entstanden? Hofereignis verfügbar. Es trägt sich etwas an eurem Königshof zu, zu dem ihr etwas beitragen könnt. Ein verschmähter Höfling. Warum habt ihr Bertrand, diesem Einfallspinsel, einen Titel am Hof verliehen und nicht mir? Mein Höfling an Burger tobt vor Wut. Offenbar war sie sich sicher, dass die Ehre ihr zuteilen würde. Niemanden sonst. Was für eine Ehre, worum geht's? Hamburger? Ich kenne die nicht mal, was will die? Die hat Ähnlichkeit mit Valentina. Die haben gerade noch gesprochen. Im Hintergrund. Das habt ihr vielleicht gehört. Ich wollte das jetzt mal ein bisschen lauter machen. Warte mal, kann ich in meinem Thronsaal da den... Hier, jetzt ist wieder näher dran. Mach mal Fotomodus. Wo ist denn der jetzt nochmal hier? Ah, da! Ja, man muss nein noch dran sein. Man muss nein noch dran. Ich wollte gerne den Fotomodus. Wo ist er? Könnt schwören, der war hier irgendwo. Schwierige Steuerung. Oh, wir machen noch immer mehr Kohle. Krass. Ja, dann werde ich bald nochmal die Hofpracht anheben, damit wir wenigstens auf Stufe 4 kommen und bleiben. Können wir ja nochmal die Mode beeinflussen. Die Unterbringung der Gäste, Dienerschaft, Verpflegung, ja. Mann, ich will einen freien Kameramodus haben, ihr verfluchte Axt. Ach, hier zeigt er mir, was ich hinstellen könnte. Möbel habe ich noch nicht. Okay. Na gut, dann halt nicht. Audio, Musik wieder anmachen. Mach ich mal gleich laut. Fortsetzen. So, worum ging es jetzt hier eigentlich? Jetzt war aber mal halblang. Ihr bekommt Rivalität mit Hamburger. Oder ihr habt recht, ihr habt ein Amt im Hofe verdient. Ihr ernennt Hamburger zur eurem Hofmusikant. Und Bertrand verliert 30 Meinung. Moment, ich habe einen Hofmusikanten und weiß nichts davon. Nein, ich habe keinen Hofmusikant. Bringt Hofpracht basierend auf der Eignung? Okay. Bringt außerdem das Wachstum der Hofpracht nach oben? Also, wir können ja einen gewissen vorausberechneten Hofprachtwert erschaffen durch diese ganzen Settings, also durch diese ganzen Möbel, Wandornamente, was auch immer, und halt diese kostenpflichtigen Sachen, wie zum Beispiel die Verpflegung, die Unterbringung und so, das können wir vorausberechnen lassen. Es passiert aber nicht so, dass es gleich am nächsten Tag schon auf dieser Stufe ist, sondern es, die Kunde über den Luxus an unserem Hof verbreitet sich erst nach und nach, sodass halt das erstmal so anwachsen muss, bis auf diese vorausberechnete Schwelle an Hofpracht. Was wiederum dann von diesem Effekt hier beeinflusst werden kann, bis zu 20%. Kostet mich 0,43. Welche Personen wären dafür ver... Raimund wäre dafür extrem hoch geeignet, weil... Es muss ein sehr hoher Diplomatiewert sein. Er muss... Sein Geselligkeit und sein Poetenwert machen das nochmal besser. Will ich eine Rivalin haben? Die hat nicht mal Land. Was will die? Eine
mit meinem Spielererben befreundet. Das ist nicht dein Ernst. Woher kennen die sich auf einmal? Sollte der etwas unternehmen, habe ich ein mächtiges Druckmittel gegen ihn. Ja. Jetzt macht aber mal halblang. So. Gibt's doch nicht, ich hab besseres zu tun.